Moin Freunde, was geht? Exodus hier und ich zeige euch wieder einen kleinen FIFA-Glitch, womit ihr in Squad Battles arsch viele Punkte fürs nächste Turn bekommt. Der Glitch ist ganz einfach, wie im anderen Video, was ein paar Leute gesehen haben. Müsst ihr einfach nur den Ball haben. Also zuerst müsst ihr ein Tor schießen, dann müsst ihr den Ball haben und ans 16er Eck gehen. So, dann macht ihr einfach einen Fake-Shot. Und wie in dem letzten Video werden die Gegner nichts tun. Sie sind wie paralysiert. So. Bei vielen klappt der Glitch nicht am Anfang. Deswegen müsst ihr einfach versuchen. Irgendwann habt ihr einen Dreh raus. Und dann ist das auch kein Thema mehr mit dem Glitch. Dann könnt ihr ganze Zeit Punkte fürs Nix-Tun machen. Könnt machen, was ihr wollt. Und kriegt quasi Belohnung fürs Nix-Tun. So. Dann mache ich mal jetzt eben das 1-0. Und dann erober ich den Ball am 16er Eck und dann sehen wir uns wieder. So, das war das 1-0 und ich zeige euch jetzt, wie das mit dem Glitch geht. Okay, ihr müsst jetzt quasi einfach hier am 16er Eck den Ball erobern. Es ist halt ein bisschen schwer, diese Passstation zu bekommen. So. Habt ihr gesehen? Am 16er Eck einfach einen Fake-Shot machen und bam, der Glitch tut's. Die Gegner werden jetzt nichts mehr tun bis zur Halbzeit und dann in der nächsten Halbzeit Ball erobern an 16er Eck und das gleiche wieder machen. Deswegen, Freunde, viel Glück. Ich hoffe, ihr macht eine Menge Punkte und bei eurer nächsten Wahl auch dementsprechend viel Erfolg. Haut rein, das war euer Exadon und ich werde noch im Anschnitt ein paar Cuts reinmachen, dass ihr seht, dass dieser Glitch auch wirklich funktioniert. Haut rein, Leute!